Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar geht es heute um diesen kleinen Prinzen, der hier auf meinem Arm liegt. Das ist unser neues Baby. Das ist der Lars. Ich habe ihn selber reborn und alles weitere seht ihr im Video. Viel Spaß! Genau, heute geht es um diesen kleinen Schatz hier. Ich zeige ihn euch einfach mal und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu ihm. Er heißt, wie gesagt, Jack. Er heißt Lars. Der Bausatz ist Jack. So sieht er aus. Er ist nicht so rot wie in der Kamera. Ich muss es immer wieder sagen, weil ja, sowohl mein Handy als auch diese Kamera nehmen die Färbung einfach nicht komplett auf von ihm. Genau, aber das ist der süße kleine Lars. Wie gesagt, habe ich ihn selber reborn und er ist am Montag, den 15.01.2018 geboren. Da habe ich ihn gefüllt und ihn fertiggestellt. Und genau, das ist erstmal so zu ihm. Er ist 52 cm groß, also ein richtig großes Baby und er wiegt 2 Kilo. Und er ist ein so hübscher Junge geworden. Schaut mal. Genau. Genau, Bausatz ist Jack von Tina Carey, wenn ich das richtig ausspreche. Und genau, so sieht der kleine Mann aus. Es kommt auf jeden Fall ein Detailvideo zu ihm, was ich machen werde. Und genau, er hat keine Haare. Das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Auf Instagram wissen nämlich schon alle Bescheid. Er hat keine Haare. Aber sein Kopf ist dafür super schön reborn worden von mir. Also sein Kopf ist wirklich richtig, richtig schön und ganz viele Hautstrukturen und ist wirklich schön geworden. Also ein Detailvideo kommt, denn der kleine Mann wird erstmal unserer Familie angehören. Deswegen heißt das Video auch Neues Baby. Genau, weil eigentlich wollte ich ihn verkaufen und nach den ersten 10 Schichten, die ich gemacht habe, dachte ich mir, okay, das ist so ein hübsches Baby geworden, den musst du behalten. Also wir stellen ihn zum Verkauf, das ist nicht die Frage. Er steht auch auf Instagram zum Verkauf und ich werde ihn auch irgendwann mal bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Aber ich möchte halt einen angemessenen Preis für ihn haben. Also der Bausatz ist relativ beliebt und auch ziemlich teuer und ich habe schon sehr, sehr hohe Angebote für ihn bekommen. Aber im Moment hat einfach noch nicht Ja gesagt in mir, dass ich ihn verkaufe und deswegen warten wir noch auf den richtigen Preis und die richtige Mama sozusagen. Ich habe ihn wie gesagt selber gemacht. Es ist jetzt schon das dritte Reborn Baby, was ich selber gemacht habe. Ich habe ja mein kleines erstes Reborn Baby gemacht, das war mein Mädchen. Die ist jetzt schon verkauft, hat eine ganz tolle neue Mama gefunden. Und dann habe ich meinen Toddler selber reborn und jetzt den kleinen Mann hier. Und der nächste Bau, das ist auch schon bestellt. Es wird ein Levi geben. Und ein Bluebell von Cassie Brace, wenn ich das richtig ausspreche. Genau, also zwei neue Bausätze sind bestellt. Und das sind unsere nächsten Pläne. Und genau, das sind unsere nächsten Pläne. Und da freuen wir uns richtig drauf. Gucken, wie die kleinen süßen Mäuse werden. Also seit ihm bin ich richtig gut dabei, so Reborns zu machen und ich bin total glücklich, dass ich nicht aufgehört habe, weil ich war nach meinem ersten Reborn richtig demotiviert und wollte eigentlich aufhören, hatte überhaupt keine Lust mehr. Und dann hat Felix gesagt, ey, komm, das wird wieder. Und dann habe ich jetzt den kleinen Mann gemacht und bin echt zufrieden mit ihm. Und ganz viele haben mich auch gelobt für ihn, dass er so süß aussieht. Genau, und deswegen werden wir den kleinen Mann auch erstmal behalten, also beziehungsweise so lange behalten, bis mir jemand ein gutes Angebot macht und so lange, bis ja, bis mir einfach jemand ein gutes Angebot macht und ich mit der Mama zufrieden bin. Sonst liegt er den ganzen Tag bei uns im Bettchen, so wie er hier jetzt liegt, weil er sieht einfach unglaublich echt aus. Wenn er so im Bettchen liegt, ist halt seine Hände sehen so krass echt aus. Ist echt, echt voll süß, wenn er dann so im Bettchen liegt. Echt voll süß. Genau, das war's auch schon.
Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid ein bisschen glücklich über unseren kleinen neuen Spazier. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn so findet. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.